So habe ich mir unser Leben nicht vorgestellt. Und vielleicht finden wir aus dieser Sackgasse auch nicht mehr heraus. Aber es gibt niemanden, mit dem ich mich lieber verlaufen hätte als mit dir. Die überhaupt nicht breit aussehende, frisch geschminkte und extrem attraktive Sonja Berger. Und der offene, transparente und so radikal ehrliche Steve Jack sind der Schöne und die Biest. Nicht. Ganz gut. Ich habe extra für Lissy habe ich beschlossen, dass ich all das, was ich jetzt anhabe, anlasse, dass ich die Schuhe vorher schon gebunden habe und ich werde versuchen, ruhig sitzen zu bleiben. Und vielleicht auch nicht zu essen während der Und Aufnahme. das kann ich nicht versprechen. Das kann ich nicht versprechen. Aber ich hoffe, Lissy bleibt dran und gönnt sich den Podcast. Ja, ich bin mir ganz sicher, das tut sie. Weiß sie überhaupt, wer gemeint ist? Nein, ich glaube nicht. Wahrscheinlich hört sie es und denkt sich, Lissy Wer ist denn diese ist Lissy? aber ein völlig bescheuerter Spitzname. Kann man sagen, oh, darf ich dich direkt zu Beginn schocken? Du tust es ja eh. Ich mach's gar nicht. Ich mag Werbung machen. Ich mag Werbung machen für schräge Vögel. Mach das. Denn schräge Vögel ist zurück. Die Vögel zwitschern wieder. Ab in der Woche, entweder Donnerstag oder Sonntag, ich weiß noch nicht ganz genau. Und ich mag eine Challenge aussprechen, dass jeder, der das Calling hat, Gästin sein zu wollen, dürfen, müssen, hätten, konnten, sollten, darf sich bei mir melden oder auch bei dir. Ist mir relativ egal. Die einzige Bedingung ist, ich will nicht wissen, worum es geht. Also jeder. Erklär das doch noch mal ausführlicher. Das verstehen die Leute bestimmt nicht. Also jeder, der Lust hat, bei mir im Podcast Gast zu sein, darf sich bei mir melden. Und meistens ist es ja so, man hat ein bestimmtes Anliegen, ein bestimmtes Thema, eine Frage, whatever. Und ich mag nicht wissen, was dieses Thema ist, was dieses Anliegen ist, was diese Frage ist, sondern ich mag in den Podcast reinstarten und mich dann überraschen lassen. Und der Sehr gerne. Hintergrund ist, dass ich es einfach liebe, mich spontan auf Situationen einzulassen und dass ich mich selber herausfordern möchte. Deswegen habe ich auch zu dir gesagt, ich wünsche mir fast einen Nazi oder jemand, der halt komplett anderer Meinung ist wie ich, weil es mich aus meiner Komfortzone heraus zwingt und ich ja viel quatsche immer, aber die Umsetzung nicht immer on point ist, wie der Italiener sagt. Und deswegen mag ich mich selber auch herausfordern und deswegen, also jeder, der Bock hat, jede, die Bock hat, ich freue mich riesig und ihr müsst nicht mit mir in Resonanz gehen, ganz im Gegenteil. Aber ihr dürft auch mit mir in Resonanz gehen. Just melding. Also die Aufforderung lautet einfach nur schreiben, ich will mit dir im Podcast sein und dann wird maximal ein Termin abgestimmt, Richtig. aber mehr wird nicht besprochen. Richtig. Ja, sehr schön. Ich That's glaube, it. das ist angekommen. Sehr schön. Gratuliere übrigens. Zu? Naja, schräge Vögel. Ja, Ein Jahr. ein Jahr Geburtstag. Ja. Und herzlichen Glückwunsch an Sekt und Selters. 2 Jahre Geburtstag. Yay. Holy fucking moly. Wir haben eine Special-Folge, kann man das so sagen? Ja, ist immer special mit uns beiden. Aber wir haben uns heute überlegt, dass jeder sich 3 Fragen überlegt für den anderen. Und da ich den Pony gestartet habe, Darf ich mit der ersten Frage starten? würde ich jetzt schon mal sagen. Es war doof, weil dann kann ich nicht essen. Habe ich nicht ganz weit gedacht, aber ich überbrücke mal, während die wunderhübsche Sonja Wägel die Frage raussucht. Wie fandest du übrigens mein Intro? Ja, ziemlich gut. Wie immer, transparent, offen und radikal ehrlich. Danke. Bist du bereit für I'm deine ready erste when, Frage? ready whenever you ready you are. Auf welche eventuell neue Art und Weise hast du dich durch uns erfahren? Oh, krass. Ich würde jetzt sagen, kannst du die Frage nochmal vorlesen, aber du hast das Handy gerade weggelegt. Ich lese sie gerne nochmal vor. Auf Ich hoffe, welchen. sie ist nicht kompliziert. Ich glaube, du weißt, was ich meine, gell? Gell? Hast du Gell gesagt? Ja. Wie geil. Ja, total vielfältig. Total vielfältig. Ich glaube, es ist nicht mit einem Satz
zu beantworten. Das, was mir als erstes einfällt, ist, dass das, was in den Beziehungen davor da war, auch in dieser Beziehung da ist. Und damit meine ich gewisse Muster, gewisse Verhaltensweisen meinerseits, gewisse, ich will gar nicht sagen Verhaltensweisen, gewisse Gedankenfix, die ich habe, in gewissen Situationen, die meistens das vermeintliche Schwächezeigen betreffen, dass die auch in dieser Beziehung da sind. Ich mag übrigens Partnerschaft dazu sagen. Oh, das ist neu. Mir gerade so eingefallen. Und jetzt stellt sich der findige Zuhörer, die findige Zuhörerin die Frage, inwiefern ich mich denn dann neu erfahren habe. Ich habe viel mehr Bewusstsein darüber. Und auch wenn ich es nicht immer umsetzen kann, also es ist einmal schön, dieses Bewusstsein zu haben, dass das da ist. Es ist ein entspannteres damit umgehen in den Situationen, wo ich feststelle, ich kann es nicht umsetzen. Ich kann jetzt nicht sagen, was weiß ich, nehme ich bitte einen Arm oder sorry, ich bin übers Ziel hinausgeschossen, wobei ich da irgendwie auch ein bisschen anders jetzt denke. Also es ist gar nicht im Sinne von, ich bin übers Ziel hinausgeschossen, gar nicht im Sinne von entschuldigen, sondern ja, das, was ich gerade gesagt habe, habe ich aus einer anderen Intention rausgesagt. Und was ich eigentlich gefühlt habe, ist das und das. Das hast du noch nie gesagt. Ja, sage ich ja gerade. Du hörst mir nicht zu. Dass es entspannter ist, damit umzugehen. Also ich habe mich früher sehr verurteilt für solche Situationen. Und ich war sehr kopflos, das Erste, was mir einfällt. Und ich habe damit sehr gestruggelt. Ich habe damit richtig große Themen. Ich habe da richtig viel Aufmerksamkeit hingelenkt und das wurde immer stärker und immer mehr. Inwiefern magst du es konkretisieren? Naja, dass ich mich sehr dafür verurteilt habe. Also es gab so viele Situationen, wo gestritten wurde und wo mir bewusst war, dass es mir nur noch um den Streit geht und nur noch darum, in Verbindung zu sein, egal wie bescheuert es klingt. Aber dass es mir wichtig war, diese Verbindung zu erhalten, und dass keine Ebene mehr war, die Liebe war, sondern, ja, weiß ich nicht, ob jetzt Hass oder I don't know. Aber es mir so unfassbar wichtig war, diese Verbindung zu halten, weil wenn ich diese Verbindung nicht gehalten hätte, dann wäre ich gefallen. Also dann, ich hatte ja gar keine Verbindung zu mir selber. Ich hatte Angst vor Alleinsein. Und deswegen habe ich so Dinge gesagt wie, oder ich habe mich verhalten im Sinne von verpiss dich. Und wenn der andere sich verpisst hat, dann war das die Hölle auf Erden. Dann habe ich da nochmal eine Verurteilung draufgepackt. Und da war so viel Wut, da war so viel Aggression in mir, die ich überhaupt nicht kanalisieren konnte. Und das meine ich mit, da war die Aufmerksamkeit so groß, dass es das natürlich immer verstärkt hat und dass es immer wieder vorkam, weil ich auch überhaupt keinen Hebel hatte, weil ich keine Verbindung zu mir selber hatte. Gar nicht. Und das ist in dieser Partnerschaft nicht weg. Es ist auf einer ganz anderen Ebene, was mega angenehm ist. Und ein Teil in mir fragt sich, ob es wirklich so angenehm ist oder ob es nicht manchmal geiler wäre, das rauszulassen. Diese Wut, die dann da ist, diese Aggression, die dann da ist und jetzt nicht im Sinne von schlagen oder so, sondern einfach, weiß ich nicht, schreien, Türen knallen. Da gibt es schon ein Part, vielleicht gerade auch seit gestern, seit diesem Call, der sich fragt, ob es nicht eigentlich Reduktion meiner eigenen Gefühle ist, wenn ich es nicht rauslasse. Und es gibt einen großen Part, der glaubt, dass genau das der Fall ist.
Aber es ist auf jeden Fall auf einer anderen Ebene. Also es ist, diese Aggression ist nicht so stark und vor allem ist diese Verbindung zu mir so stark, dass ich fein damit bin, wenn diese Verbindung mal nicht ist zwischen uns beiden. Und dennoch stelle ich in so Momenten fest, dass ich die Verbindung eigentlich gerne hätte. Oder dass ich vielleicht ein Zeichen hätte oder mir ein Zeichen wünsche, diese Verbindung zu haben. Und dann manchmal nicht diesen Schritt gehe, weil es, ach, ich will gar nicht sagen, weil es Schwäche bedeutet, so, weil ich weiß ja, dass es keine Schwäche bedeutet, aber weil ich weiß nicht kann in dem Moment. Also ich merke gerade, wie es am einfachsten ist, das zu sagen, anstatt jetzt irgendwie, ist ja scheißegal, ich kann es halt nicht in dem Moment. Aber mir ist es bewusst. Mir ist vielleicht auch bewusst, wo es herkommt, wobei ich glaube, es ist völlig scheißegal, wo es herkommt. Und das hat aber keine Verurteilung. Also es hat nicht, dass ich da noch einen Struggle und da noch Stress draufpacke, sondern dass ich mir denke, und es fällt mir nicht immer leicht, aber dass ich da noch mittlerweile denke, so, ist doch alles okay. Also atme noch einfach durch, ist doch alles gut. So musst du doch auch nicht erzwingen jetzt. So, und so, es gibt einen Teil in mir, der es vielleicht erzwingen möchte, der dann möchte, so, geh jetzt raus aus deinem Bereich, geh auf sie zu, frag sie, ob sie dich in den Arm nimmt. Und dann gibt es halt einen anderen Teil, der denkt, ja, mein Gott, dann halt nicht. Also, brauchst du nicht. So, und ich glaube, es ist, um jetzt auf die Frage einzugehen, glaube ich, das Thema Sicherheit ist einfach ein riesengroßes, was ich jetzt nochmal neu erfahre in dieser Partnerschaft. Weil es wirklich einen Teil in mir gibt, und ich finde selbst dieses ein Teil in mir, wenn ich das mittlerweile sage, könnte ich fast kotzen, weil es hat immer was von, es fühlt sich mittlerweile fast wie Verantwortung abgeben ab. Also es ist ja kein Teil in mir, es bin ja ich. So, das habe ich letztens auch gesehen, wenn Leute sagen, ja, es war mein Ego. Halt doch dein Maul. Also es war doch du. Also dein Ego ist doch nicht ein Teil von dir und es gibt auch noch, also ich liebe diese Beziehung, ich liebe diese Partnerschaft, ich liebe dich, ich liebe das, was wir haben. Und ich würde nicht sagen, dass ich Angst davor habe, dass es nicht mehr ist. Und das gibt mir irgendwie in gewisser Art und Weise eine Sicherheit, weil ich schon einiges dafür tun würde, dass diese Partnerschaft weiter Bestand hat. Und wir sind ja jetzt nicht an dem Punkt, wo sich diese Frage stellt. Aber halt nicht alles. Und das ist ein ganz angenehmes Gefühl, weil es mir in gewisser Weise eine Sicherheit gibt in so Situationen, dass ich denke, ich muss jetzt nicht auf Teufel komm raus und auf Biegen und Brechen das machen, was mein Herz mir gerade sagt. Und so, ich meine, du kennst mich, das ist irgendwie mein Credo. Weil wenn es daran scheitert, ja, dann. Also ich bin ja in der Situation dann trotzdem ich. Und ich, natürlich kann ich mich verbiegen. Aber ein Teil in mir denkt sich, Teil in mir, fick diesen Teil in mir, ey. Sorry für die Ausdrucksweise, ihr Lieben. Ich denke mir halt so, ja, es wird schon kommen. Also es wird halt immer mehr dahin führen, dass das, und ich merke ja, dass ich da Schritte gehe. Also, dass ich da transparenter bin, dass ich meinen Verstand zurückstelle, dass ich mich in gewisser Weise zurückstelle und das mache, was mein Herz mir sagt, aber halt auch nicht in jeder Situation. Und aber nicht so struggle, weil ich weiß, ja, diese Verbindung ist doch safe. Und wenn die Verbindung nicht safe ist, ja, dann passiert doch auch das für mich. Also dann muss ich da nicht bereuen, dass ich in der Situation, und das gab es in Bezug auf andere Beziehungen sehr häufig, dass ich Situationen bereut habe im Nachgang. Weil ich ja in der Situation schon so häufig weiß, was eigentlich richtig ist. Und ich mache es aber nicht, weil ich kann halt nicht. Und danach habe ich bereut ohne Ende. Und es gibt eine Beziehung, die auseinandergegangen ist, die so irgendwie vielleicht ein Schlüsselmoment war, wo ich diese Situation aufgrund dessen, also was ich mir erzählt habe, warum die auseinandergegangen ist. Es gab einen bezeichnenden Streit, am nächsten Tag ging die Beziehung auseinander.
Und dieser Streit war so surreal, weil, also der zog sich so krass in die Länge und ich wusste von Anfang an, was ich hätte tun sollen. Ich habe es nicht gemacht. Und ich habe es so lange bereut. Und ich habe so lange diesem Streit hinterhergehangen und habe so lange mir die Frage gestellt, warum hast du es nicht gemacht? Und wenn das alles nicht passiert wäre, dann hätte ich mir die ganzen Fragen nicht gestellt. Also wenn diese Beziehung nicht kaputt gegangen wäre, dann wäre ich nicht jetzt da, wo ich bin. Dann hätte ich da nicht einen großen Lernprozess in Gang gesetzt, dann hätte ich mich da nicht in eine Richtung entwickelt, die mir deutlich mehr dient als zuvor. Also wie unfassbar dankbar ich dafür bin, dass diese Beziehung auseinandergegangen ist. Und das war ich eine sehr, sehr lange Zeit nicht. Ich war eine sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr traurig. Ich habe mir sehr viele Vorwürfe gemacht. Was schon der erste Schritt war, weil ich glaube, das war die erste Beziehung, die auseinandergegangen ist, wo ich angefangen habe, mir selber Vorwürfe zu machen. Meine Mama wird jetzt grinsen. Davor dachte ich immer, wie dumm sind diese Frauen eigentlich? Also ich bin der geilste Typ der Welt, sind die eigentlich alle dumm? Und das war die erste Beziehung, wo ich angefangen habe, mir Vorwürfe zu machen. Das war ein sehr geiler Schritt. Und ich habe mir vorher schon Vorwürfe gemacht, aber das war die erste Beziehung, wo ich sehr schnell losgelassen habe, dass ja, sie ist ja schuld. Also wie kann sie nur hinzu, ja, was habe ich denn, was ist denn mein, was sind denn meine Aktien in dieser Geschichte? Ich weiß nicht, ob ich die Frage. Does it make sense? Also in meinen Augen und Ohren, absolut. Ich glaube, ich bin entspannter. Ich erfahre mich nochmal in einer entspannteren Art und Weise. Es ist so vielfältig. Ich könnte noch 27 Punkte sagen. Diese Augenhöhe. Auch das ist immer mal wieder challenging. Aber ja, that's it. Dankeschön. Ich mag total gerne was, also wenn es für dich fein ist, zu dem Punkt sagen, Aggressionen rauslassen. Ja, ist es. Ja, okay. Also ich finde das mega wichtig. Und das heißt nicht, dass ich das immer kann. Ich glaube, dass ich dir einfach nur sagen möchte, so ich befürworte das, dass du diese Gefühle nicht unterdrückst. Und ich glaube, für mich wäre es dienlich oder hilfreich, ein Signal zu bekommen, weil ich sag mal, das Türen knallen, weil du vielleicht den Raum verlässt innerhalb eines Streits oder laut stapfend in einen anderen Raum gehst. Ich glaube, da fällt es mir tatsächlich schwer, das nicht auf mich zu beziehen in dem Moment. Also so, ich kann schon fühlen, dass dann da irgendeine Aggression ist, die irgendwie raus möchte. Und wenn es so was Willkürliches wie Türen knallen ist oder also irgendwas, was so Tätigkeiten sind, die man dann tut, ich glaube, dann beziehe ich das arg auf mich. Aber so, vielleicht gibt es irgendwie eine Möglichkeit, tatsächlich so einen bewussten Raum dann aufzumachen in dem Moment und zu sagen, so, boah, das ist jetzt gerade dran und keine Ahnung, ich gehe jetzt raus und hack Holz oder ich schlag in ein Kissen oder ich schrei oder whatever. Und dass es dann irgendwie mehr so einen, also so einen sicheren Rahmen irgendwie bekommt. Weißt du, was ich damit meine? Und ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders. Ja, ist Also ja okay. ich weiß voll, was du meinst. Und auch da findet gerade so eine Veränderung statt. Und ich überspitze es jetzt. Ich glaube, es ist völlig fein, seinen Partner zu beleidigen. Also wenn das gerade da ist, ich glaube, es ist völlig fein. Und ich glaube, du reinigst damit nicht nur dich, sondern auch den anderen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass der andere diesen Raum hält und sich dessen bewusst ist. Und ich glaube, das ist halt die Herausforderung, wenn beide gerade nicht bewusst sind. Also so, wenn Ja. einer bewusst ist und der andere feuert, dann kann ich das easy peasy halten. Also dann geht es da rein und es geht da raus. Aber ich glaube, wenn es ein Streit ist, der beide gleichermaßen unbewusst macht, dann kann das halt auch nach hinten losgehen. Und gleichzeitig auch nicht. Also ich weiß, was du meinst. Ich komme nur immer mehr an den Punkt. Und das ist irgendwie so ein Balanceakt. So, ich sage heute Morgen zu dir, ich werde mit dieser scheiß Energie begrüßt. Und ich denke mir so, okay, ich will sie da ja nicht reduzieren. Ich wollte damit nicht reduzieren, dass diese Energie nicht sein darf. Aber ich will halt auch nicht zurückhalten, dass ich gerade genervt bin, weil ich denke, das ist das Erste, was ich heute Morgen erfahre. Also und das meine ich mit Balanceakt. Auf der einen Seite denke ich mir so, ja, es darf ja raus, weil es gerade da ist. Aber ich will halt damit nicht sagen, veränder deine Energie. Weißt du, was ich meine?
Ja, und also Oder was ich damit mache, ist dann ja meine Sache. begrüße mich mit einer anderen Energie. Ich glaube, das ist einfach. Ach, was weiß ich. Was weiß ich. Bin auch nur ein x-beliebiger Typ. Soll ich? Gerne. Die erste Frage bezieht sich gar nicht auf uns. Voll gut. Aber dann doch irgendwie. Also, als ich die erste Frage aufgeschrieben habe, war noch. Hast du viel Text? Ja, ich bin halt Wow. ausführlich. Als ich die erste Frage aufgeschrieben habe, war noch gar nicht klar, dass wir uns Fragen über uns stellen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich die hören will. Was ist die schmerzhafte Dörner? Nehme nur mal einen Schluck. Ich habe Buchstabensalat. Schön mit Kresse. Was ist die schmerzhafteste Erfahrung, die du in unserer Beziehung gemacht hast? Stimmt, das hat gar nichts mit uns zu tun, ne? Ja, ich habe die jetzt umformuliert. Da steht, die du jemals in einer Beziehung gemacht hast. Aber ich habe die jetzt umformuliert und auf uns bezogen, weil das ja wie nennt man das? Abkommen. Das Abkommen war. Das Gütersloher Abkommen. Wow. Das Essen, was ich übrigens gerade esse, ist gesponsert von Froster. Just Werbepartner. saying. Was riecht so gut? Scheiße. Wenn auch ihr Essen von Froster wollt, bestellt mit dem Code Halligalli Drecksau Party und ihr bekommt 7,2%. Könnte der Folgentitel sein. 7,2%. Nicht ganz gut, können wir ausschreiben. 7,2%. Ein Wort. Boah, ich finde es schwierig. Also, ich glaube tatsächlich, dass so die Zeit, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, als wir erfahren haben, dass ich schwanger bin, ziemlich herausfordernd war und mir in gewisser Weise nochmal andere Seiten von uns gezeigt hat. Und ich glaube, ich habe das schon häufiger erwähnt, dass ich eigentlich nicht der Mensch bin, der es gelernt hat, wie Konflikte gehen, also wie Konflikte funktionieren. Und es ist spannend, mir kommt gerade noch was anderes in den Sinn, aber ich bleibe jetzt dabei. Also ich glaube, so den ersten richtigen Streit, den wir hatten, der ja irgendwie mit sich zog, dass wir 4 oder 5 Tage nicht miteinander gesprochen haben. Wir waren hier in der Wohnung zusammen. Wir haben uns mal gerade eben so flüsternd vielleicht guten Morgen oder Hallo gesagt. Das war für mich die Hölle. Das zeigt so exemplarisch, wie das menschliche Gehirn tickt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es keine 4 oder 5 Tage waren. Also ich glaube, 4 Tage waren es schon. Ich glaube, es waren maximal 3, aber es ist ja auch völlig egal. Ja. Also es war eine lange Zeit. Also mir kam es vor wie 2 Wochen. Vielleicht waren es auch nur 3 Tage. Also da, das war schmerzhaft in dem Sinne, weil ich mich so lost gefühlt habe. Und gleichzeitig war es natürlich eine wunderbare Erfahrung, weil mir das, glaube ich, und ich habe ja heute Morgen erst diesen schönen Slide geteilt, den ich bei Ines gesehen habe. So, wir wachsen nicht, wenn wir meditieren. Wir wachsen nicht, wenn wir Mantren singen. Wir wachsen nicht, wenn wir, keine Ahnung, Räucherstäbchen anzünden, sondern wir wachsen in Konflikten und in Situationen, die uns Scheiße nochmal herausfordern. Und ich glaube, das, was du eben gesagt hast, das finde ich so wertvoll. So, ich will mit dir zusammen sein, aber ich brauche dich nicht. Also, das hat mir tatsächlich dieser Konflikt gezeigt, weil ich war da irgendwie gezwungen, bei mir zu sein, weil normalerweise ist meine Reaktion in der Vergangenheit immer gewesen, wenn Konflikt entsteht, ich renne hinter dem anderen her und nehme vielleicht sogar Sachen auf meine Kappe, einfach nur der Harmonie willen, weil ich es nicht ertragen kann, dass Disharmonie herrscht. Und ich glaube, das war sehr schmerzhaft und reinigend in einem.
Und tatsächlich würde ich behaupten, dass unsere Beziehung schon sehr intensiv angefangen hat und dass auch direkt zu Beginn schmerzhafte Momente da waren, weil ich zu Beginn einfach nicht wusste, am I the one? Also bin ich die einzige Frau? Also, oder ist es, habe ich da gerade irgendwie das losgezogen, wieder, und ich sage das ganz bewusst, weil ich das in der Vergangenheit häufiger hatte, wieder an jemanden geraten zu sein, der einfach Baustellen hat und der gewisse Dinge nicht abgeschlossen hat. Und meistens war es dann so, dass ich irgendwie die Hebamme gespielt habe, in Anführungszeichen, irgendwie der Coach war, dem anderen Menschen dann über diese vermeintliche Hürde geholfen habe und dann auf diese Hand gewartet habe, dass ich mit über dieses Hindernis getragen werde und dann nur tschüss, alles Gute gerufen habe, weil die Person dann auf dem nächsten Level irgendwie bereit war, aus dieser Beziehung auszusteigen. Also so, es war irgendwie ständig irgendwas da. Und ich glaube, wir haben ja nichts irgendwie so gemacht, wie man das tut oder wie die meisten das machen. Und ich finde, wir haben auch von Anfang an aufgrund der Distanz, also der räumlichen Distanz, immer viel Zeit am Stück miteinander verbracht. Und ich glaube, dass wir deshalb auch relativ schnell wussten, wer ist der andere eigentlich? Weil wenn du dich irgendwie, keine Ahnung, dreimal im Monat zum Dinner irgendwie verabredest und triffst, ja, da kriegst du halt irgendwie einen Teil präsentiert. Aber du weißt ja nicht, wie ist die Situation oder wie ist die Person in angespannten Situationen? Wie ist die Person, wenn du 24/7 mit ihr zusammen bist? Wie ist die Person, wenn es irgendwie Stress im Business gibt oder so und du sitzt daneben und bekommst es mit? Ja. Ich glaube, das ist meine Antwort. Was war der andere Gedanke, der noch kam? Naja, das war das mit, dass eigentlich zu Beginn schon schmerzhafte Momente waren. Wenn du so Sachen gesagt hast wie, ich weiß nicht, ob die andere Person meine Zukunft ist. Und ich habe das immer gefeiert, dass du sehr, sehr offen und transparent warst. Und es war so oft in your face. Es war so oft wirklich, als würde mir jemand ins Messer, mit dem Messer ins Herz stechen. Und ich habe gedacht, okay, passiert nicht ohne Grund. Und auch da, und das habe ich bewusst entschieden, und ich sage nicht, dass ich das in jedem Moment hinbekommen habe, aber die alte Sonja hätte gebuhlt und hätte irgendwie bewiesen, dass sie die richtige Wahl ist. Und ich habe mir gedacht, fick dich. Also, ich bin Sonja. Also, ich weiß, wer ich bin. Und I mean, wenn du dich für wen anders entscheidest, ja, dann habe ich halt was Besseres verdient. Ja. Das waren schmerzhafte Momente. Danke fürs Teilen. So gerne. Wollen wir kurz eine Pause machen, damit du noch mal ein bisschen kochen kannst? Hast du noch Hunger? Nee, war ein Scherz. Ich mag da gar nichts zu sagen. Sollen Also, wir weitergehen zur nächsten Frage? wir können Wege gehen zur nächsten Frage. Mega. Wie? Was denkst du zum Thema männliche und weibliche Energie-Archetypen? Hä, willst du mich eigentlich verkackeiern oder was? Warum? Das hat erstmal überhaupt nichts mit uns zu tun. Und wie das was mit uns zu tun hat? Und dann weißt du genau, wie ich über diesen Scheiß denke. Ja, wir haben also. Archetypen. Also bei Archetypen bin ich komplett raus. Dieses Wort habe ich einmal gehört und ich denke immer noch an Noah. Also ohne Scheiß. Für mich ist Noah der einzige Archetyp, den es gibt. Ich kenne keinen anderen, der eine Arche gebaut hat. Du darfst auch kurz darauf antworten. Ist alles cool. Also ich weiß ich nicht. Also weiß ich nicht. Wenn Alina uns zuhört, ist das Human Design? Ist das schon Human Design? Nein. Ich habe keine Ahnung. Ich halte von diesen ganzen Konzepten relativ wenig. Und gleichzeitig kann es für viele Menschen total hilfreich sein. Und ich erinnere mich daran, dass wir schon mal drüber gesprochen haben. Ich hoffe, es warst du. Und ich merke, dass ich mit diesen Begrifflichkeiten ab und an mal um mich werfe. Und ich weiß gar nicht, ob ich es selber so geil finde, aber ich glaube, ich mache mich mindestens 50% über diese Begrifflichkeiten noch lustig. Also am Ende haben wir beides in uns.
Also es gibt einen großen Teil in mir, und ich weiß, jetzt rede ich wieder in Teilen, aber ich bin halt auch mal bei David Copperfield auf der Bühne gewesen und der hat mich auseinandergesägt. Deswegen Es ist auch nicht überall wieder zusammengewachsen. so, mein Penis liegt immer noch in der Kiste. Also der große Teil Ich meines. muss mit einem Teil von dem Penis vorlieb Ja. nehmen. Aber er schafft es trotzdem, Schwangerschaften auszulösen. Also, if you like to know how you get pregnant over 30, just jump into my DMs at Instagram. Wir haben den Faden verloren. Also ein großer Teil in mir lehnt diesen ganzen Quatsch ab. Diesen männliche, weibliche Energie. Vor allem, weil ich halt nicht checke. Also weil ich nicht checke, warum es das braucht. Also ich glaube nochmal, für viele Menschen ist es total hilfreich, das zu verstehen. Aber es gibt einen Teil in mir, der denkt sich, why? Also warum? Warum ist es wichtig, das zu verstehen, in welcher Energie du gerade bist? Und ob das eine männliche oder eine weibliche Energie ist. Und wenn du zu viel in der weiblichen Energie bist, dann musst du gleichermaßen in die männliche Energie kommen, dass du in der Balance bist. Aber warum hast du diese Begrifflichkeiten von männlich-weiblich? Deswegen mag ich eigentlich total, was Navid dazu sagt, dass es irgendwie Yin-Yin und Yin-Yang ist. Und wahrscheinlich heißt es übersetzt männlich-weiblich, I don't know. Aber ich glaube, dass es auf der einen Seite hilfreich sein kann. Und auf der anderen Seite auch nicht, weil es direkt wieder in so Schubladen gepackt wird und ja für mich nicht für Mann und Frau steht oder für Mann und Weib, sondern halt für gewisse Energieformen. Und wir könnten jetzt auch, weiß ich nicht, wir könnten auch sagen, das ist eine rosa Energie und das ist eine blaue Ja, Energie. absolut. Also es wird ja nicht mit Frau und Mann gleichgesetzt. Und gleichermaßen merke ich, dass wenn ich mich damit beschäftige, dass es natürlich ein Part in mir einnimmt, dass auch ich mir manchmal erzähle, oh, du bist gerade sehr in der weiblichen Energie, mach mal männliche Energie. Und ich nicht weiß, ob ich das gut finde. Also ich nicht weiß, ob ich das gut finde, weil was für mich mitgegeben wird, ist, du musst in der Balance sein. Und das schwingt für mich immer wieder so mit, das ist ein Konzept und das ist eine Vorgabe, wie es geil ist. Und wer sagt denn, dass, wenn du durchgehend in der weiblichen Energie bist, dass es nicht geil sein kann? Und ich glaube, es ist hilfreich in vielen Punkten, sei es Business, sei es Geld. Aber ich selber merke, dass ich mich damit eigentlich weniger auseinandersetzen möchte, und das gleichermaßen tue. Ich glaube, du kannst da viel mehr zu erzählen, zu diesem Thema. Also es ist ja die Frage, ob es überhaupt wichtig ist, Also was das so. woran hast du gedacht, als du dir die Frage überlegt hast oder als die Naja, Frage es war kam? ein wirkliches Interesse, weil ich auf der einen Seite weiß, dass du das ja ablehnst. Also nicht kategorisch, aber diese Begrifflichkeiten. Ich weiß noch, als wir das allererste Mal drüber gesprochen haben, da hast du dich darüber lustig gemacht. Und ich denke mir einfach, manchmal sind Begrifflichkeiten einfach hilfreich, denn als ich das erste Mal den Begriff Glaubenssatz gehört habe, da war mir auf einmal bewusst, ach krass, also ich konnte das irgendwie besser greifen. Und ich glaube, was für viele verwirrend an diesen Begrifflichkeiten ist, dass man irgendwie unterstellt, die weibliche Energie ist halt die der Frau oder die ursprüngliche der Frau und die männliche sei die ursprüngliche des Mannes. Aber wie du schon gesagt hast, so wenn du von Yin und Yang sprichst, dann ist es auf einmal nicht mehr geschlechterspezifisch. Und dann finde ich es wiederum hilfreich, vielleicht zu wissen, ah, okay, das entspricht der Yang-Energie oder das entspricht der Yin-Energie. Und vielleicht brauche ich mich jetzt nicht wundern, wenn ich die ganze Zeit in der männlichen Energie war, dass vielleicht keine Ahnung, mein Nervensystem auf Hochtouren läuft, dass ich vielleicht unentspannt bin, dass ich vielleicht meine Periode nicht bekomme. Also ich weiß noch, als ich mit 30 meine Pille abgesetzt habe, ich habe 2 Jahre lang meine Periode nicht bekommen. Und jetzt hat es bestimmt zum einen damit zu tun, dass diese Hormone meinen Hormonhaushalt durcheinander gebracht haben. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, ich war so in meiner männlichen Energie. Also ich war als Bauleiterin in meinem Job einfach immer am Funktionieren. Ich habe die Leute delegiert, ich habe mir Druck gemacht, ich habe Stress gehabt, ich habe nicht gut geschlafen. Also mein Körper hatte, glaube ich, gar nicht diesen Space, in diese weibliche Energie zu steppen und
eine Periode zu kreieren, also einen Eisprung, weil es war einfach überhaupt nichts, also es war gar kein Boden dafür da, kein Raum dafür da. Und ich glaube, in solchen Momenten ist es ganz hilfreich, mal zu schauen, okay, in was für einer Energie befinde ich mich? Also bin ich ständig irgendwie in dieser Macherenergie? Kann ich mich auch mal zurücklehnen? Bin ich immer nur am Geben? Kann ich auch empfangen? Und ich glaube schon, ich meine, wir sind in dieser menschlichen Erfahrung unterwegs, dass es irgendwie evolutionär bedingte Dinge gibt. Und ich sage nicht, dass wir darauf keinen Einfluss haben, aber die einfach unser System steuern. Und ich habe das ganz krass zum Beispiel gemerkt mit dieser Schwangerschaft. Und ich sage nicht, dass ich vorher nicht das Bedürfnis hatte, aber ich habe ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis. Also, dass mir selber manchmal fremd ist, dass ich mich frage, wo kommt das denn her? Und was mich auch so ein bisschen und ein Teil in mir lehnt es ab, ein bisschen dazu zwingt, noch mehr in diese weibliche Energie zu gehen. Und ich weiß, wie wichtig diese weibliche Energie ist, wenn wir jetzt von weiblich und männlich sprechen, einfach auch um kreieren zu können, um die Dinge, die wir rausgeben, halt auch empfangen zu können. Denn es reicht nicht nur zu geben. Also so, wenn du die Tür nicht aufmachst für Empfangen, ja, dann werden die Dinge draußen bleiben. Und also ohne da jetzt tiefer reinzugehen, und ich bin absolut bei dir, ich glaube, dass wir sowas wie Human Design, Ayurveda, Astrologie, wir können das alles gegen uns nutzen. Also wir können es tatsächlich auch als Ausrede nutzen, weil uns irgendjemand sagt, ja, dir fällt es schwer, die Dinge so und so zu machen. Ah, siehst du, ja, ich kann das nicht. Also die Sterne haben es ja schon vorgesehen, dass ich das nicht kann. Ich kann aber auch solche Dinge nutzen, um meine Stärken zu unterstreichen und um vielleicht besser zu verstehen, warum ich in bestimmten Bereichen vielleicht einfach anders sein darf als andere, weil ich glaube, dass der intrinsische Gedanke bei all diesen Programmen oder Strukturen ist, der intrinsische Gedanke ist ja, ich will von irgendjemandem hören, dass ich richtig bin, so wie ich bin. Ich glaube, dass viele Menschen einfach strugglen, sie verstehen sich nicht oder sie kriegen etwas vorgelebt oder sie haben von jemandem etwas erklärt bekommen und für sie funktioniert es einfach nicht. Und sie können es nicht begreifen, weil sie den Fehler bei sich suchen, weil sie einfach nicht annehmen können, dass es fein ist, anders zu sein. Und dann braucht es vielleicht irgendwie solche Muster, dann braucht es vielleicht irgendwie Human Design. Das war ja meine Frage. Ich glaube, was mich daran stört, so, und ich finde, du hast den wichtigsten Punkt genannt, so, wenn es dir dient, dann go for it. So, und bei allem, so, wenn dir irgendwas dient, dann mach. Also, egal, was andere sagen, so, mir dient es in vielerlei Hinsicht nicht. Und ich sage nicht, dass ich es manchmal nicht anwende oder dass ich es manchmal nicht bewusst zur Rate ziehe oder whatever. Was mich stört, ist auf diese ganzen Human Design, Spiral Dynamics, männlich-weiblich, Hachi-Pong, whatever, dass Menschen das für sich entdecken und feststellen, oh Kreis, es dient mir ja, und dann diese Konzepte anbieten. Und dann anderen Menschen sagen, mach das. Und ich glaube, das stört mich so sehr, weil es ist doch fein, dass es dir dient, aber es dient dir, weil es das Richtige für dich ist. Und die Erkenntnis sollte es sein, also, und ich habe bewusst Sein so ausgesprochen wie das Sein von Human Design, die Erkenntnis sollte sein, ich bin halt kreativ, was soll ich machen? Ich bin sehr in meiner weiblichen Energie gerade. Die Erkenntnis sollte halt sein, ach krass, es dient mir am meisten, das zu machen, was sich stimmig für mich anfühlt. Und dann erzählen wir anderen Menschen was von Human Design. Das mach ich richtig sauer. Naja, in gewisser Weise bist du ja auch. Du teilst ja auch die Dinge, von denen du begeistert bist. Und Human Design ist ja nicht nur für einen Menschen gemacht und ich will Human Design nicht in Schutz nehmen, aber so, du ziehst ja Menschen an, die dann in dem Moment auch ein Interesse daran haben. Really? Ich stelle das in Frage. Also, was ich teile, ist, ich sage nie, also ich biete niemals Kurse an zu irgendwas, sondern am Ende mach das, was dich happy macht. Das ist das, was ich sage, in jeder einzelnen Message. Und natürlich teile ich mein Leben, aber die Kernbotschaft ist immer, das macht mich glücklich, deswegen mache ich das. Und ich bezweifle, dass es Menschen anzieht, die sich dafür interessieren.
Und ich sage damit nicht, dass es keine Menschen anzieht, die es interessieren, sondern ich glaube, dass so viele Menschen so weit weg von sich selbst sind, dass sie so völlig am Struggeln sind, dass die keine Ahnung haben, was ist denn richtig für mich? Was ist denn, was, ich habe keine, so wie ich habe keine Verbindung zu mir selbst gehabt. So, also woher soll ich wissen, was richtig für mich ist? Und dann ziehen mich nicht Dinge an, die mich interessieren, sondern dann zieht mich erstmal alles an, was so wirkt, als würde es andere Menschen glücklich machen. Und damit sage ich nicht, dass Human Design, um bei diesem Beispiel zu bleiben, diesen Menschen da nicht glücklich macht, sondern ich stelle in Frage, ob es wirklich das ist, was diesen Menschen glücklich macht. Oder ob er gerade das nächste Konzept anwendet und merkt, oh, das macht mich happy, aber halt nur auf einen gewissen, bis zu einem gewissen Punkt. Punkt. Und dann wieder feststellt, ja, fuck, was jetzt? Und das ist der Punkt, warum mich diese ganzen Konzepte stören. Also nochmal, wenn es dich happy macht, go for it. So, ich will, dass du glücklich bist. Jeder Mensch darf glücklich sein und sollte glücklich sein. Was mich stört, ist, erzähl anderen Menschen nicht, dass das der Weg ist. Also verdeutliche, dass du das machst, weil es dir dient, aber erzähl anderen Menschen nicht, dass das die ultimative Wahrheit ist. Und ich habe die Tage eine geile Story gehört und die geht so mit mir in Resonanz. Jeder Coach, jeder Mentor, whatever, der dir sagt, das ist die Wahrheit, gewinn Land. Absolut. Also verzieh dich, Absolut. toxischer Typ, toxische Frau, hau ab. Jeder, der dir erzählt, das ist die Wahrheit und es gibt nur diese Wahrheit, hau ab. Und das ist das, was mich an diesen Dingen stört. So dass viele und wer sich angesprochen fühlt, fühl mal rein, warum, dass viele gewisse Konzepte als den Weg zum Erfolg, den Weg zum Glück verkaufen. Und ich mir denke, ja, es kann funktionieren und ja, es wird funktionieren, weil wenn du anfängst dran zu glauben, natürlich funktioniert es, aber funktioniert es wirklich tief aus dir raus? Oder ist es irgendwas, was du nutzt, um vermeintlich Verbindung zu dir herzustellen? Weil irgendeine Verbindung zu mir haben, ist ja geiler als gar keine zu haben. Ich habe zwei Freundinnen. Freundin Nummer eins geht regelmäßig zu einer Astrologin und lässt sich die Karten legen. Und ich höre ganz oft nach diesen Terminen von ihr: Ah, mein Gefühl hat sich bestätigt. Die andere Freundin hat vor ein paar Tagen ein Human Design Reading gehabt für 600 € und ihre Erkenntnis hinterher war: Ja, ich habe jetzt auch noch mal von der Person gehört. Ich muss nichts mehr machen. Es fehlt nichts mehr. Es gibt nichts mehr zu tun. Ich darf jetzt einfach sein und meine Message nach draußen bringen. Und jetzt dient diesen Menschen das ja augenscheinlich. Ja. Ansonsten würden sie es ja nicht machen. Aber ich glaube, um noch mal die Brücke zu schlagen, ich glaube, wir wollen alle nur eine Absolution dafür, so sein zu dürfen, wie wir eigentlich sind. Und eben loszugehen, ohne jetzt noch 1000 Kurse zu buchen, und buchen dann so etwas, um uns genau das abzuholen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich bin kein Freund davon, Tools zu verkaufen. Ich bin kein Freund davon, ein Angebot rauszugeben. Du kannst bei mir ein Human Design Reading kaufen oder du kannst bei mir, ich keine Ahnung, ich lese dein Astrochart oder so. Ich glaube, es ist absolut legitim, das zu tun. Es geht einfach nur nicht mit mir in Resonanz. Ich glaube, dass du diese Tools anwenden darfst, aber dass das nicht der Aufhänger sein sollte und dass du dann ja auch immer noch abtasten und vorfühlen darfst, ob das für diese Person jetzt überhaupt dran ist und ob das überhaupt das ist, was diese Person jetzt braucht. Denn ich glaube, du kannst eine wunderschöne Naivität zerstören, indem du den Menschen einfach glauben machst, er müsste noch dieses, jenes und welches irgendwie lernen, um am Markt erfolgreich sein zu können. Und natürlich braucht es bestimmte Grundlagen, es braucht ein bestimmtes Fundament, aber dazu gehört bestimmt nicht, dass du 6 Astro-Readings gemacht hast, dass du eine Website gebaut hast, dass du, keine Ahnung, 5 Angestellte hast, dass du einen Sales-Kurs gemacht hast. Also ich glaube, damit gehe ich halt einfach gar nicht in Resonanz, wenn Menschen Tools verkaufen, weil das schnell so wirkt. So, du musst genau das machen, um an dein Ziel zu kommen. Und es kann halt sein, dass es dir dient, es kann aber auch sein, dass es dich noch weiter wegführt von dir. Ja, so die einzige Absolution kannst du dir selber geben. Ja. So anders funktioniert das nicht. Ja. Also ich Und am gebe. Ende des Tages, wer entscheidet denn auch? Also ich meine, du bist ja auch die Instanz, die dir die Antworten gibt. Also wenn du jetzt in ein Reading gehst und du kriegst zu hören, ja, es gibt nichts mehr zu tun, dann hast du das ja eigentlich auch vorher Ja. entschieden.
weil es halt so klar ist, aber weil du dir vielleicht noch nicht zu 100% vertraust oder nicht auf deine innere Stimme hörst. Ich finde es einfach, ich habe gestern einen Call mit einer zauberhaften Frau und ich finde es schade, wenn Menschen sowas sagen wie, aber da bin ich noch nicht und es dauert sicherlich noch 2 Jahre. Ja, genau. Und ich denke mir so, aber es ist doch Mach mal schon, drei draus, Schätzchen. aber so, Übertreib nicht. also es ist doch schon da. Ja, Also es natürlich. ist doch schon da. Ja. So, und also wie kommst du zu der Erkenntnis, dass es sicherlich noch 2 Jahre dauert? Und worauf wartest du? Also es ist doch da aus einem Grund. Und dann gibt es so viele Menschen, ja, aber der Impuls ist noch nicht groß genug. Also für mich ist ein Impuls entweder ein Impuls oder keiner. Aber ein Impuls ist entweder ein Impuls oder halt nicht, aber nicht, er ist noch nicht groß genug. So, Ich also. muss doch mal reinfühlen, ob es wirklich ein Impuls war oder ob Ja, es mein Verstand war. ich verstehe das häufig nicht. Und ich finde es so schade, so, setz doch um. Nee, ich bin noch im Prozess. Das, was du ja auch ab und an sagst und no judging. Und das fühle ich ja auch so. Ich bin noch im Prozess, kann dann noch nicht rausgehen. Und ich denke, ja, ist richtig. Und gleichzeitig gibt es Menschen, die warten genau darauf. Also es gibt Menschen, die warten genau darauf, dass du während dem Prozess drüber sprichst, weil die sind ja auch in diesem Prozess. Und ich habe von einem anderen Menschen letzt gehört, es gibt so viele Menschen, die reden über ihre Prozesse, nachdem die vorbei sind. Und das hilft mir ja aber gar nicht, um das nachzuvollziehen, weil ich bin ja noch mittendrin. Und wie hilfreich wäre es, wenn es Menschen geben würde, die mitten im Prozess über diesen Prozess sprechen, weil ich mich damit identifizieren kann und das nahbarer wirkt und mir schon klar, dass diese Nahbarkeit dann der eine Mensch ja reingibt. Aber ich so schade finde, wenn Menschen nicht mit Dingen rausgehen, die gerade da sind, weil Punkt, Punkt, Punkt. Wir müssen ja wirklich Weiter weitermachen. im Text. Ja, wir haben Termine. Hast Ich bin du? dran. Du bist dran. Okay. Ach ja. Lass sie gerne mal Feedback geben, wie ich mich bisher schlage. Ich habe mich wenig bewegt. Ich habe alles noch an. Was wünschst du dir für unsere Beziehung, was bisher noch nicht da ist oder was bisher zu kurz gekommen ist? Und beim Thema zu kurz gekommen, bitte nicht auf meinen Penis angehen. Dankeschön. Also weißt du, ich muss gerade lachen, weil ich nämlich dachte, ich stelle dir genau die gleiche Frage und dann dachte, er würde nicht drauf eingehen, weil seine Antwort wäre, naja, alles, was ich mir wünsche, ist doch im Hier und Jetzt da, ansonsten wäre es doch anders. Also für mich klingt das so, als trifft hier einer von uns beiden extrem viele Annahmen. Und es hört sich fast so an, als würde einer von uns beiden eine Unterhaltung führen, in der beide Personen involviert sind, wovon aber nicht beide Personen etwas wissen. Schwerstverständlich. Kannst du die Frage noch mal stellen? Aber natürlich. Hasenschnurzel. Also Was? ich wollte nur wissen, ob die speziell, also stell sie bitte noch mal. Soll ich lesen dabei? Nein. Was wünschst du dir für unsere Beziehung, was bisher noch nicht Okay. da ist oder was bisher zu kurz gekommen ist? Ich wünsche mir, dass wir mehr reisen. Ich wünsche mir viel mehr, noch mehr Buntheit. Nicht im Sinne von, dass ich das Gefühl habe, wir sind uns nicht genug, aber ich habe das Gefühl, dass ich uns gerne in vielerlei unterschiedlicher Situationen erfahren wollen würde. Also ich merke, dass wenn wir, keine Ahnung, mal so ein Wochenende zusammen in Berlin verbracht haben oder so, ich glaube, dieser Ort wird uns nicht gerecht, an dem wir uns gerade befinden. Es gibt so ein paar simple Dinge, über die wir schon länger sprechen, aber die wir irgendwie nicht umsetzen. Tanzen gehen, keine Ahnung. Ich will dich halt auch nicht bloßstellen. Du willst mich nicht Ja. bloßstellen. Oh, keine Angst. Keine Angst. Unterschätze mich nicht. Du weißt aber schon, also just asking, dass beim Tanzen der Mann die Führung hat. Also, solange wir nicht Tango tanzen, kann man das immer noch so ein bisschen auf beiden Schultern Also weißt du es nicht. Die Antwort ist, hä, nee, habe ich noch nie von gehört.
Naja, da du ja ein Themchen mit männlicher und weiblicher Energie hast, wirst du wahrscheinlich gar nicht wissen, dass du der Part bist, der in dem Moment führen sollte, Machen wir weiter mit der Antwort. oder? Was ist dein Lieblingstanz? Mein Lieblingstanz, also ich habe ja nicht lange Standard getanzt. Ich glaube, ich habe zwei Kurse gemacht als Vorbereitung auf den Abiball oder wie das früher hieß. Ich habe total gerne Rumba getanzt. Aber ich würde auch gerne mal Dings ausprobieren. Wie heißt das denn nochmal? Oh! Es ist auch so was Lateinamerikanisches, relativ modern. Da gibt ja nicht so viel Bachata. Bachata, ja genau, das würde ich gerne mal ausprobieren. Und Tango habe ich tatsächlich nicht lange getanzt. Also da fand ich wirklich interessant, dass ich mich führen lassen muss zu 100%, dass ja noch nicht mal die Schrittabfolge irgendwie klar ist. Also das wäre mal spannend für mich, da komplett die Führung abzugeben. Ja, ich glaube, ich mag noch mehr in Bewegung sein. Ich glaube, in Bezug darauf, wie wir im Moment mit bestimmten Themen umgehen, in denen wir vielleicht nicht einer Meinung sind, sehe ich halt ein krasses, also eine krasse Entwicklung. Und ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Jetzt bezüglich Kommunikation, Transparenz. Und also wir sind schon auf einem sehr guten Level unterwegs. Ich habe das vorher noch nicht gehabt in der Art und Weise. Und gleichzeitig merke ich, dass es immer noch Momente gibt, in denen ich zurückhalte, weil ich Angst vor einer bestimmten Reaktion habe, weil ich dann denke, ach, ist jetzt nicht so wichtig oder jetzt übertreib mal nicht. Also da eher noch diejenige bin, die, glaube ich, so ein bisschen zurückhält. Ich will noch viel mehr mit dir auf die Kacke hauen. Also ich will noch viel mehr. Willst du etwas so richtig verkacken? Na, das haben wir ja schon, oder? Also, wir haben ja schon viel Du verkackt. hast gesagt, lass mal so richtig Lass verkacken mal und 2 Wochen später verkacken warst du zusammen. schwanger. Und dann hast du gesagt, ja, aber also so habe ich das jetzt auch nicht So gemeint mit dem wollte Verkacken. ich das nicht. Ah. Das kann der Folgentitel sein. Lass mal richtig Lass verkacken. mal richtig verkacken, ja. Lass uns den nehmen. Das ist besser als 7,2%. Ich wollte eigentlich auch Halligalli Drecksau Party anstatt 7,2%. Just saying. Ist das die Antwort? Dann bin ich jetzt wieder dran mit einer Frage beantworten. Oh ja. Ich Bist du bin bereit? sehr bereit. I'm ready whenever you ready are. Wie groß ist dein Verlangen bzw. deine Sehnsucht, sexuell aktiv mit anderen Männern oder Frauen zu sein? Auf einer Skala? Also aktuell ist die Sehnsucht nach sexuellem Verlangen mit dir einfach viel größer, als das alles andere im Raum haben würde, denn es ist schon über eine Woche. Just saying. Und wir haben uns die Tage ja da ausführlich drüber unterhalten, was ich ein sehr geiles Gespräch fand. Boah, das ist voll schwer zu beantworten, mal ja, mal nein. Also in der Phase gerade würde ich sagen, erhöhter als sonst. Eher in Bezug auf Frauen, um ehrlich zu sein. Dass ich so bei jeder zweiten Frau, die ich sehe, denke, schätze können. Box mal meinem Papa auf den Schoß. Wenn wir sexuell aktiv sind, oder so wie wir es ja bisher immer waren, dann ist das extrem selten. Also dann ist es, glaube ich, auf Frauen so gut wie gar nicht. Wenn auf Frauen, dann in Kombi mit dir. Und auf Männer irgendwie dann situationsbedingt. Also vielleicht gerade am Anfang, wo die räumliche Distanz noch da war, wo ich noch in Berlin war, da würde ich schon sagen, dass die immer mal wieder da war, Das Angebot ist ja auch ein anderes, was ne? Berlin halt auch mit sich bringt. Hier in Gütersloh ist es schon sehr eingeschränkt. Aber schwer jetzt irgendwie so zu beantworten. Also es ist auf jeden Fall nicht weg. Und ich will auch, also es ist, ich will auch gar nicht, dass es weg ist. Dieser Teil in mir, der das ausleben möchte, der ist einfach immer noch da und immer noch groß. Und so, wir haben schon mal über Sehnsüchte gesprochen. Ich glaube, der wird nicht kleiner und ich glaube, es soll überhaupt nicht dienlich, diesen Teil wegzudrücken, sondern diesen Teil auszuleben.
Und gleichzeitig gibt's sicherlich auch, ich versuche es anders zu formulieren, weil ich nicht wieder einen Teil in mir sagen möchte. Gleichzeitig erlaube ich es mir in gewissen Situationen auch nicht. Also weil ich vielleicht Angst vor der Konfrontation habe, Angst vor der Reaktion, I don't know. Und es ist jetzt nicht so, dass ich in Gütersloh im Café sitze und denke, oh, ich würde jetzt gerne auf Angriff gehen und mich zurückhalte. Aber beispielsweise schon ein Wochenende den Impuls hatte, allein wegzugehen, und uns dann nicht gemacht habe, weil, naja, ist ja auch geil, Zeit mit dir zu verbringen. Also es ist gar nicht so ein, ich muss mich zwischen wohl oder übel entscheiden, sondern es ist so wohl oder wohliger gefühlt. Aber der Teil ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, dass der Teil in Kombi mit dir einfach sehr stark ist. Also ich glaube, es gibt nicht diesen Teil in mir, der irgendwie hinter deinem Rücken was machen möchte. Auch wenn ich mir manchmal vielleicht einrede, dass es viel einfacher wäre. Aber das ist gar nicht das, was ich möchte, sondern ich möchte diese Erfahrung mit dir machen. Und damit sage ich nicht sexuell immer mit dir, sondern ich möchte diesen Weg halt mit dir gehen. Ja, mal da, mal nicht. Befriedigt dich das? Maximal. Ich weiß meine letzte Frage gar nicht mehr. Spannende Frage übrigens. Habe ich direkt ein bisschen horny gemacht. Oh, da habe ich viele, viele Slashs eingebaut. Slashs. Was ist die größte, slash schwierigste, slash herausforderndste Umstellung, slash Learning in unserer Beziehung? Und den Klammer habe ich so im Vergleich zur vorherigen Beziehung. Also du darfst die beantworten, wie dir danach ist. Ich war mir nicht ganz sicher. Also ganz konkret habe ich die Frage jetzt nicht formuliert. Ja, das merke ich. Also, in meiner Vergangenheit habe ich mehr Zeit als Single verbracht, als dass ich in irgendwelchen Beziehungen war. Was nicht an deinem Aussehen gelegen haben kann. Definitiv nicht. Woran lag es? Waren die Männer zu dumm oder Naja, blind ich hier in glaube Gütersloh? tatsächlich, dass ich ein Thema mit Commitment hatte. Also, ich glaube, ich wollte eine Partnerschaft wollen, aber ich wollte sie einfach Okay. nicht. Und umso mehr Zeit vergangen ist, umso gefühlt. Also ich glaube, ich habe ein sehr selbstbestimmtes Leben geführt. Und es gab einen Anteil in mir, der hat vielleicht auch gedacht, ah, ich bin beziehungsunfähig. Also irgendwie für mich funktioniert das halt einfach nicht. Keine Ahnung, ich gerate immer an die Falschen, bla bla. Und ich habe tatsächlich auch nur mit einem Mann bisher zusammengewohnt, was ziemlich lange zurückliegt. Und ich glaube, ein großes Learning war, okay, mit mir ist nichts falsch. Ein anderes Learning war tatsächlich, oh wow, ich möchte jemanden gar nicht unbedingt 24/7 um mich herum haben. Also, weil ich kann mich erinnern, als wir gestartet sind in dieser Beziehung, hast du irgendwann mal zu mir gesagt, sehr, aber denk nicht, dass wir mal irgendwann zusammenwohnen werden. Und ich habe mir innerlich noch gedacht, erst wollen wir ja mal sehen. Und dann kam mir irgendwann die Frage, kann ich übergehend oder übergangsweise bei dir einziehen? Und das war Anfang April. Und wir haben es jetzt Mitte August. Und aus übergangsweise ist halt irgendwie ein langer Übergang geworden. Und dann war ich schwanger. Also es kam irgendwie so viel auf einmal. Ich würde tatsächlich sogar behaupten, rückblickend ist mein System nicht hinterhergekommen. Also wie schnell wir diese einzelnen Schritte gegangen sind. Und ich merke, dass es mich manchmal überfordert. Und ich mir aber einfach auch erlaube, das da sein zu lassen, weil ich nicht glaube, dass wir es auf eine bestimmte Art und Weise machen müssen, damit diese Beziehung funktioniert. Also ich glaube, wir haben ja alle vielleicht so bestimmte Bilder im Kopf. So, man lernt sich kennen, irgendwann zieht man zusammen, dann gründet man vielleicht eine Familie. Eher Bullshit. Also so wie das aussehen darf, das dürfen halt die zwei Menschen, die betroffen sind, irgendwie für sich entscheiden. Und gleichzeitig ist es natürlich eine super schöne Herausforderung, weil ich kann ja nicht weglaufen. Also in bestimmten Situationen, in denen es sicherlich leichter gewesen wäre, den Schwanz einzuziehen, oder mich irgendwie zu verdünnisieren oder vielleicht sogar
ein vermeintliches Problem größer zu machen und dadurch selber auszusteigen, zwar dann sich zu erzählen, der andere ist schuld, aber so es selber eigentlich entschieden zu haben, dass das irgendwie keine Zukunft hat. Also ich würde mal behaupten, dass ich mit vielem konfrontiert worden bin. Und auf der einen Seite hat es mich mehr zu mir geführt. So ich glaube wirklich, dass ich mir genug bin und es auch nur als die Person genießen kann, in Zweisamkeit zu sein. Also dass es diese Verbindung einfach braucht, um die tatsächliche menschliche Verbindung zu der anderen Person leben zu können. Und dass ich aber auch, und es fällt mir nicht immer leicht mit dir, dass ich tatsächlich meinem Gefühl vertrauen darf. Weil gerade wenn wir in bestimmten Dingen nicht einer Meinung sind, du hast eine sehr starke Energie und ich bin irgendwie sehr empfänglich für Energien um mich herum. So, ich stelle manchmal mich in Frage und lerne aber immer mehr, so nee, es ist okay. Wenn ich das gerade so fühle, dann darf das da sein. Und es geht nicht darum, den anderen zu überstimmen oder Recht haben zu wollen, sondern einfach erstmal nur in erster Instanz meinen Anteil gleichberechtigt daneben stehen zu lassen und mich halt nicht in Frage zu stellen oder mich zurückzunehmen für die andere Person. Beantwortet das deine Frage? Und ich finde es halt geil, also ich habe es vorher tatsächlich nicht für möglich gehalten. Wir haben uns letztens erst noch drüber unterhalten, was ich auch für ein Männerbild viele Jahre hatte. Ich habe es nicht für möglich gehalten, jemandem zu begegnen, mit dem ich so tiefgründige Gespräche führen kann, der in vielerlei Hinsicht meine Ansichten teilt, mit dem ich mich nicht verstellen muss. Also es gab Männer, die ich gedatet habe, die haben irgendwie das eher lächerlich gefunden, was ich beruflich mache, und jetzt irgendwie jemandem gegenüber zu sitzen, der tatsächlich sehr Ähnliches beruflich macht und der mein Sparringspartner auch in vielen Momenten ist, ist einfach Gold wert. Ich habe nichts mehr. Ich wollte jetzt noch so einen scherzlichen Gruß machen, aber Klassik. Sind wir durch? Also ich bin durch. Da muss ich mich ja jetzt entscheiden. Ich bin jetzt ready für einen Blowjob. Wie sieht es bei dir aus? Das ist die Reaktion, die ich seit Wochen bekomme. Das ist auch richtig traurig. Jetzt sind schon Wochen. Schreibt mir mal eine DM, wie ihr reagieren würdet, wenn eure Frau prüde wäre und nicht mehr mit euch schlafen wollen würde. Ich stelle dich übrigens niemals in Frage. Das wollte ich noch gesagt haben. Danke. Ich hatte den Impuls, als du gesagt hast, dass du dich, glaube ich, immer weniger in Frage stellst. Nee, dass du dich manchmal in Frage stellst. Ich stelle dich nie in Frage. Just saying. Grüße gehen an alle, mit denen ich jemals ready, ready. Sexuellen Kontakt hatte. Vergiss die Idee, jemand zu werden. Du bist schon ein Meisterstück. Du kannst nicht verbessert werden, du musst es nur erkennen, realisieren. Von Osho. Grüße an Osho.